So, einen wunderschönen. Ja, zwischen der letzten Aufnahme und der Aufnahme liegen jetzt doch ein paar Minuten. Persönlich, Ristara, egal. So viel ist aber nicht passiert. War jetzt maximal eine halbe Stunde oder sowas. Das heißt, wir können jetzt direkt weitermachen. So wie wir es gewollt haben. 135 schaffen wir. Na gut, okay, die Kombo ist jetzt auch ein bisschen höher. Das bringt uns jedoch mehr. Jetzt haben wir gleich mal richtig Stärke. So. Die sind immer noch nicht wieder da, leider. Aber die können wir jetzt wieder verwenden. Das ist ganz nice. Wobei die sind halt auch in 7 Minuten wieder da. Das ist jetzt nicht so viel. Ein Fisch. Aber kein Rubin. Schade. Na gut, okay, Rubin haben wir jetzt auch ein paar. Rubine farmen müssen wir zum Glück nicht mehr unbedingt. Das ist schon ganz nice. Ja, hier leveln. Ich weiß es nicht. Ja, 9 Hero Souls haben wir jetzt genau. Das heißt, wir müssen noch mal 2000 Level bekommen, um damit noch mal eine Hero Soul zu bekommen. Aber ganz ehrlich, es wäre halt eine von 44. Das lohnt sich jetzt nicht mehr unbedingt. Können wir also auch gut getrost lassen. Was wir halt brauchen, ist hier den müssen wir hochprügeln auf 375, nicht auf 275. 9 E37. Naja, 3 haben wir schon. Wenn uns das Glück hold ist, dann bekommen wir noch ein paar Treasure Chests. Gucken wir mal. Bisher sieht es ja relativ gut aus. Also den 250er Boss, den durften wir schaffen. 245 dürfte kein Problem sein. Ja, genau, kein Problem. Ist aber auch wieder kein Primal Boss. Danke dafür. Ach, Mann, ey. Wir brauchen eine höhere Primal Boss Chance. Leider kann man sich den aktuellen Wert halt nicht anzeigen lassen. Ich meine, es gibt hier später so ein Fragezeichen, da sieht man dann die ganzen Werte. Dieses Fragezeichen, also dieses Info-Dings, gibt es aber erst, wenn man einmal Level 500 erreicht hat. Und bisher haben wir halt keine Möglichkeit zu sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Boah, Alter, schon 31-Multiplizierer. Lol. Ja, nichtsdestotrotz ist aber halt eher wenig. Weil, wie gesagt, ist halt maximal 25%. Ah, ne, Treasure Chests. Chest. Ach, füllt aber trotzdem noch ein bisschen. Schade eigentlich. Ich dachte, die haut jetzt alles raus. Die macht jetzt hier Hackfleisch. Bällchen. Leider eher nicht so. So, mal gucken. 240. Da haben wir King Medias schon wieder. Alter, wow. King Medias hat jetzt schon 3 Vergoldungen. Was ist denn los mit dem? Läuft bei ihm auf jeden Fall. Ja, Hochleveln bringt jetzt aber nicht allzu viel. Auch noch eine Goldkiste. Goldkiste, klar. Goldkiste. Der hat 3,31 und King Medias. Oh, gute Frage. Ich will jetzt aber auch nicht zum Probieren mein ganzes Geld verschwenden, weil wir sparen ja gerade für, ne, hier weitere 25 Level. Ja, mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall hat er gleich 1,2 E32, weil ja der aktuelle Wert vervierfacht wird, sobald wir uns das leisten können, was hoffentlich gleich der Fall ist. Spätestens nach der nächsten Goldkiste sollte das kein Problem sein. Nur die muss halt kommen. So, wer diesmal? Leon. Oder Lion. Wo auch immer der Typ ist. Den habe ich da. Ne, das ist Beastlord. Lion, wer ist ein Lion? Da. Achso, der Typ. Oder die Typin ist ja. Ist das ein Mädchen oder ein Junge? Laut Beschreibung. This working iron creature seems friendly enough. But something. Was? Achso. But something seems very unimaginable about it. Especially his face. Ja klar, hatten diese Monster.
Siehst du, ich kann ja mal diese ganzen Texte immer auf Deutsch übersetzen, weil das Traurige ist halt in der deutschen Version, ne, wenn man es hier auf Deutsch stellt, gibt es diese ganzen Texte gar nicht. Ist ein bisschen schade. Aber gut, ich meine, da hat sich scheinbar halt einfach keiner die Mühe gemacht, das Ganze zu übersetzen. Ist halt so. Dieser nice junge Fighter, was? Achso. Ja, schau's ab, also erscheint, um dir ein paar Klicks von den Fingern zu nehmen. Eine Serie von langsamen, hölzernden Monstern. Warum eine Serie? Ist doch bloß einer. Egal. Eine Serie von kleinen, langsamen, holzernden Kreaturen scheinen dir freundlich gesinnt. Sie müssten wahrscheinlich vom, ja, wunderschönen Wald kommen. Great Forest kann man eigentlich quasi als Eigennamen bezeichnen, aber ne, Great Forest würde halt freundlicher Wald bedeuten. Oder nicht, Quatsch, nicht freundlicher, wunderschöner Wald. Ja. So. Okay, Bock mehr. Texte zu übersetzen, scheiße. Ah, wir können kaufen. Yay. Siehst du, jetzt haben wir schon 38. Das heißt, bald haben wir dann eigentlich 40 und können loslegen. Dann geht's ab. Sobald wir diesen Motherfucker hier kaufen können. Ist aber hier, ne? Vor allem der ist halt auch schon vergildet. Was uns dann tatsächlich etwas bringen würde. Ich aktiviere einfach mal die Dinger hier. Bald ist ja auch wieder unser Klick, hier das Ding hier wieder aktiv. Gut, Level 260 sollten wir schaffen, vor allem weil da dann auch die Dinger noch aktiv sein, sind. Oh, 13 Heroes sollte mal wieder. Yay, es geht mir wieder voran. Woo, hardcore. Booyah. So, dann mal schauen. So, Dwarven Dwarland, die hatten wir doch auch schon mal gehabt, oder? Der hat doch jetzt auch mittlerweile zwei. Ja. Zweimal vergoldet. Ein Hurensohn. Ich wechsle mal ganz kurz, damit sie wieder alles ordentlich aussieht. Von der Schriftart her. Ja, ah, Goldkiste. Sehr schön. Es heißt ja irgendwie, dass die Anfänglichen, die sollen wohl extrem stark sein, wenn man die halt relativ hoch levelt und vergoldet sind. Habe ich persönlich bis heute nicht ausprobiert. Ich spiele es immer so, dass ich halt relativ weit unten halt hochlevel. Von daher, ich weiß auch gar nicht, wie viele das waren. Ich glaube, die ersten fünf, die sollen wohl extrem stark werden. Wobei ich mir das bei Betty Clicker fast nicht vorstellen kann, weil die halt keinen Eigenschaden erhöht. Die anderen vier, die erhöhen halt ihren Eigenschaden relativ stark. Von daher könnte das dato durchaus schon der Fall sein. Aber wie gesagt, habe ich jetzt noch nie probiert. Ich level halt immer hauptsächlich meine Steckenpferde. Das heißt, normalerweise bleibe ich immer eine Weile bei Frostleaf. Selbst wenn ich mir Dreadnought holen könnte, mache ich das in der Praxis eher selten. Ja. Oh, wir haben 57 und würden 57 bekommen. Lol. Oh, wir haben wieder einen Boss. Schaffen wir den? Achso, halt, wir haben hier unsere, das Ding. Yeah. Oh, ein Fisch.
Feuer, boom. Perfekt. So, damit ist das nächste, was wir dann kaufen, der Typ hier. Ah, wobei. Ich glaube mal, wir brauchen hier durchaus doch nochmal 1,25er, weil ist halt immer noch sehr relativ groß der Unterschied hier. Der Faktor beträgt doch 1 zu 100. Ist also doch schon ganz schön teuer. Aber mal gucken, ich meine, wir haben jetzt schon Level 270. Wer weiß, vielleicht schaffen wir doch es alleine mit der Konstellation jetzt, die wir jetzt haben, bis Level 300. Das wäre natürlich schnieke. Ich muss mal gucken, wann die nächste Goldkiste kommt. Wir brauchten zwei E9 und zwei. Ai. Ja, gut. Weil dann würde ich nämlich das Ding hier für die nächste Goldkiste aufheben. In der Hoffnung, dass wir sie nicht verpassen. So, Bettyklicker. Ah, jetzt haben wir hier oben mittlerweile fast alle. Obwohl, nein, nee, eigentlich nicht. Da sind doch ein paar Zahnlücken drin. Gildet. Ja. Aber wir haben hier oben zumindest mehr Vergoldung als hier unten. Nützt halt leider immer so, dass das eher nach oben rückt. Weswegen man auch mittels Zufall es eher unwahrscheinlich ist, hier unten ein Gilde zu bekommen. Ist halt so. Tja. Und manuell Gilden, also ihm hier manuell eine geben, kostet halt 80 Hero Souls. Das können wir uns bei weitem noch nicht leisten. Also es war später super billig, weil später haben wir halt ein paar Millionen Hero Souls. Da sind 80 Hero Souls ein Witz. Und noch später haben wir dann ein paar super, super viele Hero Souls. Das ist dann noch mehr ein Witz. Aber jetzt, derzeit, ist es halt nicht machbar. Doch, sie ist definitiv zu teuer. Okay, gleich kommt der nächste Boss. Na, den werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Da bin ich mal ganz optimistisch, also pessimistisch. Ich bin eine Perserkatze. Und vermute mal, dass das ein Ding der Unmöglichkeit wird. Ja, nee, das wird nichts. Obwohl, könnte was werden. Ja, doch, das könnte knapp was werden, wenn wir jetzt noch Glück haben und wir ein paar kritische Treffer landen. Ich helfe ein bisschen mit. Dann schaffen wir das doch locker. Komm, 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 komm. Perfekt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Kiste. Wir brauchen hier nochmal ein bisschen Gold. Die 4, halte ich schon mal meine Finger bereit. Das ist wirklich ein schwarzer Dinger. Flutzi. Es ist ein Flotzi, ein Formguss. Es ist ein Formguss. Guck mal hier ein paar Goldkisten. Was geht hier ab? Hallo? Ja, 280 wird definitiv nicht einnehmbar sein. Außer ich schaffe es irgendwie davor, noch den auf Level 375 zu heben. Dann könnte es was werden. Eieieiei. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Lied ist. Ist aber uralter Schinken. Der ist älter als ich. Wobei ich das gar nicht weiß. Aber gefühlt schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, bitte eine Goldkiste.
Habe ich gerade eine verpasst? Ich weiß gar nicht. Ach, Alter. Wie selten sind denn diese scheiß Goldkiste? Ist ja schlimm, ist das ja. So, die letzte Ebene vor dem Boss. Oh mein Gott, da kommt der Boss. Mache ich schon mal hier aus. Weil die Boss halt auch so auf jeden Fall nicht schaffen. Okay, ich sag mal so, Goldkiste hin oder her, gleich brauchen wir eh keine mehr, weil, ja. Vielleicht haben wir es auch so geschafft, ohne Goldkiste. Danke dafür. Na gut, da könnte man den Boss vielleicht auch so direkt schaffen. Diese Goldkisten, die gehen mir hart auf die Eier. Na komm, noch 2E38, dann haben wir es doch geschafft. Noch ein bisschen. Was fehlt bloß noch? Oh. Oh, gleich haben wir es geschafft. Das für uns noch ein ganz kleines bisschen. Oh mein Gott, gleich haben wir es. Kann ich den eigentlich wieder reaktivieren hier? Ja klar, jetzt kommt eine Goldkiste. Ernsthaft verarschen? Du willst mich doch ruinieren. Oh, her damit. Ich sag's dir, ist genau das, was ich letztens meinte. Die Goldkiste kommt immer dann, wenn man sie nicht mehr braucht. Das ist so. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das ist Betrug, ist das. Das ist Betruschka. So, Brittany. Die Bitch-Prinzessin. Ja. Den Spitznamen hat die jetzt weg. Leider, aber ist halt so. Kann ja mal passieren. So, und jetzt seht ihr schon, siehst du, die nächsten 25 Level werden jetzt halt 1,3E40 kosten. Also genau so viel wie für ihm das erste Level. Und deswegen, ne, ab 375 kann man dann halt auch auf ihm umsteigen. Das macht denn hier eher wenig Sinn. Ich meine, später, wenn man denn die ersten paar 100.000 Level einfach so in, ne, 0, nichts schafft, dann bleibe ich auch in der Regel bei Frostleaf erstmal, solange bis ich mir dann einen ganz weit unten kaufen kann. Das heißt, die ganzen, die dann jetzt kommen, da kaufe ich mir quasi immer den hier, lasse da meinen Autoklicker drauf, sodass der immer hochgelevelt wird, überspringt die ganzen hier unten, die ja alle kommen, und erst wenn ich dann in der Lage bin, hier diesen Zutschi zu kaufen, erst dann wechsle ich halt auf ihn und überspringe die alle hier in der Mitte komplett. Aber wie gesagt, bis wir so weit kommen, dauert ein bisschen, ein kleines bisschen. So, wir sind bald in der Lage, hier Dreadnought zu holen. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Und 15 Hero Souls. Da ist doch ein Träumchen. Das läuft doch wunderbar. Schaffen wir den? Doch, den Boss schaffen wir. Wir bleiben auch mal bei dem Boss, weil ich will jetzt einfach mal für Dreadnought sparen. Das sollte kein Problem werden. Wir können auch mal die beide hier aktivieren. So, die 1 und 2. Dann haben wir das Ganze auch drin. Oh, ich habe einen 286er. Yay! Der wird nie alt. Na komm, du schaffst den Boss. Kambatte da, ja. Doink. Yay! Noch 3E39. Ein Fisch! Oh, das ist ja sehr easy. Oh, komm. Noch eins in hier noch ein Boss und dann ist aber hier feierabend. Hat sich aber ausgefeierabendet. Los, fight! Fight against the reality. Yay! Bumm! Buja! Willst dich verarschen? Alter, ist jetzt nicht dein Ernst? Ach, doch, Wolfisch. Ah, easy! Bam! Buja! Und schon geht's das hier ratzfatz. Das ist ja hier. Packen wir Autoklicker drauf und schon wird das ein Fest der Feste. Da kann man den nämlich relativ leicht hochleveln. Das ist kein Problem. Das ist. Oh, guckt euch das an. Das ist ein Träumchen, ist das ja. Siehst du, wir haben gleich das nächste. Können wir hier gleich das nächste Level kaufen. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Doink. Loink. Doink. Roink. Roin, also Scheinwischer.
So. Oh, schon geht es hier ordentlich durch. Dann schaffen wir jetzt tatsächlich vielleicht bis Level 300. In der Aufnahme bereits. Der gute 286er. Schöner Prozessor. Ein schöner Prozessor. Der 286er war auch, glaube ich, der allerletzte, der in den IBM PCs verwendet wurden. Also die letzten IBM PCs, die wurden mit dem 286er ausgeliefert. Und die IBM ATs ab da. Ah ne, erstmal kam der XT. Die IBM XTs, die wurden ja erst mit dem. Also, der haben mit dem 286 quasi angefangen. Ja. Alter, ey, wir schaffen locker Level 300. Guckt euch das mal an hier. Wir rasen ja quasi mit Lichtgeschwindigkeit durch. Was ist denn los? Ja. So, das heißt, das Ding ist gleich freigeschalten. Dann müssen wir Transcend, erstmal Ascenden. Wobei stimmt gar nicht, weil ab der neuen Version, ab dieser Version, wird halt jetzt wieder so gemacht, wie es halt auch gewohnt war, dass beim Transcenden automatisch ascendet wird vorher. Weil bei der alten Version, da kannten wir es ja, dass man erstmal ascenden muss, bevor man transcendet. Weil ansonsten die Hero Souls von der aktuellen Ascension nicht gut geschrieben werden. Hier aber schon. Yay! Defeat Woodchip. So bla 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 bla. Achso, der sieht aber süß aus. Das heißt, wir haben doch schon. Mal kurz, mal so. Aha, sehr schön. Hä? Wir haben bereits eine Dingsterbumstadt geopfert? Ist mir jetzt unbekannt? Ist mir jetzt neu? Aber gut. So, nächster AS in 5. Na, schaffen wir noch 5? Komm, 5 schaffen wir noch. Kriegen wir nochmal einen Hero Soul Boss? Das ist leider ohne Hero Soul. Wobei ich jetzt nicht weiß, der Wert müsste automatisch sich auf das beziehen, was wir jetzt hier noch brauchen. Das heißt, wir haben hier quasi gleich. Aha, wir brauchen noch einen Primal Boss, weil der gibt uns mindestens 5. Und dann können wir quasi für 10 transzenden. Dann bekommen wir jetzt quasi 10 Ancient Souls. Ne? Nicht zu verwechseln mit Hero Souls. Das ist quasi die noch übergeordnetere Währung. Es gibt ja einmal Gold. Mit Gold kann man sich, wie gesagt, die Helden kaufen. Dann. Ah, Primal Boss. Okay, wird hier nicht aktualisiert. Ist das denn nur bei der Handy-Version so? Oder bin ich jetzt gerade komplett brain AFK und das ist gar nicht so? Die Sache ist halt bei mir, ich bin mittlerweile so overpowered, ich muss auf solche Sachen mittlerweile gar nicht mehr achten bei meinem Build. Deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht, ja. Also wir müssen noch ascenden, damit sich dieser Wert aktualisiert. So, auf jeden Fall. Bisher ist es halt so, wir haben unsere Monster. Die besiegen wir halt, bekommen dafür Gold und mit dem Gold können wir uns Helden kaufen, die uns unterstützen. So, dann können wir ascenden, also quasi ins nächste Universum übersteigen, bekommen dafür dann diese Hero Souls und können uns mit den Hero Souls unsere Statuen kaufen, unsere Antiken. So, diese Antiken machen uns dann halt stärker. So, und jetzt ist es so, für diese Hero Souls kann man dann wiederum die opfern, einmal um halt diese Dinger zu kaufen, oder aber man kann alles opfern, um dafür Ancient Soul zu bekommen. Dafür gibt es halt keine Ascension, sondern eine Transcension oder Transdens. Und genau, wenn man das macht, verliert man quasi alles, also nahezu alles. Das heißt, die Helden gehen sowieso verloren, Gold geht verloren, man startet wieder bei Level 1, aber man verliert auch die Antiken. Das heißt, man hat auch wieder null Heldenseelen, man hat hier gar nichts mehr, hat aber dafür dann diese Ancient Souls, mit denen man dann diese Outsiders, also quasi die, ja, die Draußenbleiber, die. Gott, wie was hat man das am dümmsten?
auf jeden Fall hier diese komischen Fische halt kaufen kann. Und die haben halt quasi genau wie die Antiken halt spezielle Kräfte. Diese Kräfte sind aber viel stärker, also noch absolut apostrophischer. So, das heißt, wenn man den Transcendent hat, fängt man dann wieder von vorne an mit Ascenden, kann sich dann wieder nach und nach Antiken kaufen, so lange bis man dann wieder Transcendent und die dann wieder weg sind. Also ist es quasi ein endlos, wie gesagt, ist, ne, ist ja Incremental Game, heißt also endlos und spätestens daran sieht man das halt. Boah, Alter, mittlerweile hier mit Red Knight, wir zerficken ja gerade das Spiel. Was ist denn hier los? Na, daran merkt man, ne? Frisches Blut ist halt jetzt ein neuer Charakter und damit erstmal wieder frisches Blut, sag ich jetzt mal, das pumpt ordentlich. So lange, bis er halt wieder auf Level 75 ist, so lange, bis er keine Upgrades mehr hat, die man dann noch dazu kaufen kann, ab dann wird auch er wieder träge. Ist halt leider so. Aber bis dahin kommen wir wahrscheinlich noch. Dann können wir hier nochmal richtig schöne Ascension machen. Bevor wir dann transzenden. Weil das Schöne ist halt, umso mehr Hero Souls wir bekommen, desto mehr Ancient Souls bekommen wir dann. Von daher macht das Ganze schon Sinn. Vor allem, wir bekommen ja nicht nur Ancient Souls, sondern das Ganze läuft ungefähr so ab, dass wir quasi... Ach, bleib jetzt mal drauf. Wenn wir Hero Souls opfern, also diese Dinger werden dann ja quasi zu Ancient Souls, das nennt man quasi Opfern. Man opfert seine Hero Souls für Ancient Souls und je mehr man dafür opfert, desto mehr Ancient Souls bekommt man halt. Aber es erhöht sich auch die sogenannte Transcension Power. Und was die macht, ist folgendes. Wir bekommen ab der ersten Transcension bekommen wir für diese Bosse, die uns ja Hero Souls geben, hier diese 20 Hero Souls, bekommen wir nicht nur diese 20 Hero Souls durch die Bosse, sondern bekommen auch noch einen Bonus durch diese überweltliche Macht. Und genau. Das gibt ordentlich Hero Souls. Das heißt, wenn der Wert jetzt zum Beispiel hier auf 10 wäre, also auf 10%, dann bekommen wir nämlich pro Boss immer 10% mehr des vorherigen Bosses. Das heißt, der Wert steigt ganz schnell, ganz rapide an. Das werden wir dann aber dann sehen, wenn es denn soweit ist. Jetzt hat mir hier mal Luft an, damit ich hier mal das nächste Upgrade kaufen kann. Danke. Kannst du weitermachen? So. Boah, 163. Na, langsam lohnt sich das Ganze doch. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch einen Fisch. Bevor wir transzenden. Wir können doch nochmal eine Quick Ascension machen. Hätte ich nichts dagegen. Wow. Ja, wie gesagt, wäre halt schön, wenn wir jetzt noch einen Fisch bekommen. Weil der Vorteil bei den Fischen ist, wenn jetzt noch ein Fisch erscheint. Und wir dann transzenden. Wie gesagt, wenn man transzendet, bekommt man erstmal wieder komplett bei Null. Also, wie gesagt, komplett keine... Weil der Vorteil ist, die hier haben ja auch ein... Na gut, okay, man beginnt nicht komplett bei Null. Weil es gibt hier auch ein... Der hier, der erhöht den DPS-Wert. Und das gilt auch von Anfang an. Aber es ist halt in der Praxis so, dass man erstmal wieder relativ langsam beginnt. Und wenn man halt einen Fisch hat, dann kann man gleich zum Anfang diesen Fisch dann anklicken, bekommt durch den Fisch dann halt Gold und hat damit quasi einen kleinen Startboost. Genauso kann man sich auch hier ein paar Söldner bereithalten, die quasi Gold bringen. Aber das sind alles Sachen, die wir jetzt halt noch nicht machen können, weil die Söldner, die sind halt hier immer noch nicht verfügbar für anderweitige Sachen. Von daher... So, jetzt machen wir hier Pause, damit wir jetzt nächste Upgrade kaufen können. Ach, es gibt erst ab Level 100. Ja, leck mich doch am Arsch. Schaffen wir Level 100 noch? Das wird. Ich meine, noch haben wir hier ordentlich Power. Ich mach mal hier ein auf. So. Die
kriegen wir den vielleicht noch auf Level 100, haben dann nochmal einen Boost, oh, wieder 22 Evo Souls. Alter, das pfeffert aber ordentlich rein hier. Level 90. Goldkiste, ja. Oh, schon müssen wir nur noch 7 Level machen. Das ist nice. Das ist geil. Das ist geil. Hurra, hurra. Die Schule brennt. Ah, ich glaube, wir sind mittlerweile doch. Ich glaube, bei Level 100. Können wir erreichen. Dauert aber doch ein bisschen lange. Ich glaube, wir brechen doch einfach ab und machen jetzt direkt eine Transcension. Oh. 1E44 Gold haben wir mittlerweile verdient. Sehr geil. Ja, es ist halt nicht der Wert gemeint, der hier oben steht, sondern der Wert, den wir insgesamt verdient haben. Das heißt, wir haben ja hier mittlerweile haufenweise auch ausgegeben, vor allen Dingen halt für ihn. Deswegen ist hier oben natürlich ein viel kleinerer Wert. Aber wenn wir quasi nicht ausgegeben hätten, dann hätten wir bis jetzt halt 1E44 Gold gehabt. Oh, schaffen wir den Pass? Doch, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ist ja ein leichtes, ist das ja. So, was haben wir hier? 290. Ich mache mal Open All. Hat mittlerweile Duetten. Ja, klar. Atlas hat natürlich auch wieder einen bekommen. Wieder einen, den wir noch nicht haben. Und den werden wir auch nicht erreichen. Und wenn wir transzenden, dann sind auch die ganzen Vergoldungen wieder weg. Die Vergoldungen bleiben zwar bei einer Ascension vorhanden. Aber bei einer Transcension verschwinden die alle wieder. Da muss man sie sich erstmal wieder neu holen. Ist halt so. Das heißt, das Atlas vergoldet ist, bringt uns jetzt genau gar nichts. Aber gut, andererseits, dass die hier oben die Viecher vergoldet sind, bringt uns ja auch gar nichts. Weil, ja, ist halt so. Ah, Buja. Okay, geil und Mato. Haben wir nochmal ein bisschen, oh, Goldkiste, oh. So, ich schicke mal dich mal dahin, weil weiter hochleveln bringt jetzt kaum noch was. Von der Stärke her. Aber wenn wir jetzt hier eine Hand drauflegen, haben wir quasi hier nochmal 50% per Klickschaden. Das bringt dann doch was. So, jo, dann würde ich mal sagen, wir gucken nochmal, ob der Boss bei 360 ein Primal Boss ist. Und egal, ob es ist oder nicht, wenn wir den danach auf jeden Fall transzenden. Genau. Na komm. Kein Boss. Na gut. Dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns mal hier. So. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Schau mit V.